Natalie Volk sucht bei ihrem Ex-Freund Frank Otto Zuflucht. 2016 zieht das Model nach Amerika, doch die Liebe verschlägt es schließlich in die Türkei. Anfang des Jahres folgt die Beauty ihrem Freund Timur nämlich in dessen Heimat. Dort pendelt das Paar zwischen den beiden Wohnsitzen des Hells Angels Rockers in Istanbul und Antalya. Die Beziehung der ehemaligen GNTM-Teilnehmerin und ihres Liebsten läuft gut. So gut sogar, dass die beiden sich im September verloben. Rund einen Monat später verrät Natalie dann, dass sie und Timur wieder getrennte Wege gehen. Nach dem Beziehungsende kehrt Natalie nun in ihre alte Heimat zurück. In Amerika lebt sie jetzt sogar in einer ganz besonderen Unterkunft, nämlich in der Wohnung ihres Ex-Partners Frank Otto. Dessen Luxus-Apartment liegt in einem 57-stöckigen Hochhaus in Manhattan. Beim 39. Sportpresseball erzählt der Unternehmer gegenüber Bild: Das war aber klar, weil sie ja ihre Schauspielausbildung fertig macht. Auch diese finanziert der 64-Jährige seiner Verflossenen. Immerhin entsteht der Traum der dunkelhaarigen Schönheit während der Beziehung mit Frank. 5 Jahre lang gehen die Reality-TV-Darstellerin und der Hamburger gemeinsam durchs Leben. Ende November 2020 geben sie letztlich ihre Trennung bekannt. Das Verhältnis der beiden ist dennoch gut, wie Frank im September versichert. Natalie und er pflegen einen freundschaftlichen Kontakt. Deswegen machen dem Fernsehautor die Ausgaben für seine einstige Freundin wenig aus. Damals erklärt er, dass er es Natalie sogar irgendwie schuldig ist. Ich fühle mich auch verantwortlich für Frauen, die einen gewissen Lebensstil mit mir kennengelernt haben, den sie alleine nicht haben könnten. Sogar von der Trennung erzählt die in Nienburg an der Weser geborene Schönheit ihrem Ex persönlich. Laut dem Unternehmer will die 24-Jährige nicht, dass Frank von der geplatzten Verlobung aus der Presse erfährt. Deswegen ruft Natalie ihn extra an, was der Geschäftsmann dem Model hoch anrechnet. Es ist schon ein Vertrauensbeweis, dass sie mir sagt, dass ihre Beziehung beendet ist. Ein Liebescomeback mit Natalie schließt Frank trotzdem aus. Die einstige Dschungelcamp-Teilnehmerin wiederum scheint von der New Yorker Schönheit inzwischen wieder ganz bezaubert zu sein. So teilt sie Ende Oktober einen Schnappschuss von sich, auf dem sie über die Skyline der Stadt blickt. Und schwärmt regelrecht von ihrem aktuellen Wohnort. Vor 5 Jahren bin ich in diese wunderschöne Stadt gezogen, die ich heute mein Zuhause nennen darf. Das Bild stammt aus dem Jahr 2016, als Natalie noch ganz frisch in New York City ist. Augenscheinlich trauert die gebürtige Niedersächsin ihrem einstigen Liebhaber mit keiner Träne nach, sondern genießt die Zeit alleine in vollen Zügen. Vielleicht findet Natalie am Big Apple jetzt sogar ihr ganz großes Glück.